kannst es stoppen. Vom T1 Jugendmedienzentrum. Es ist angefangen mit dieser Filmidee und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir jetzt aber schon einen Film drehen, dann könnten wir doch das auch gleich zu einem interaktiven Quiz machen, um das Ganze noch ein bisschen besser zu vermitteln und gerade um so Leute zu mobilisieren und zu aktivieren, die Mobbing mitbekommen, dass die eben einschreiten, aufstehen und sich dagegen wehren.